Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat Dezember 2019 und die Prophezeiung Nostradamus. Endlich, zum letzten Monat und Jahresende bescheren uns Nostradamus und die Sterne eine wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, mit der wir voller Hoffnung und Zuversicht dem kommenden Jahr und der Zukunft entgegensehen können. Das göttliche Wort wird aufs Wesentliche gebracht. Das Wesentliche? Was versteht Gott darunter? Es geht hier nur um die Liebe. Liebe zu den Menschen, die uns am nächsten sind. Liebe zu uns selbst und Liebe zur Natur. Ist diese Liebe nur ein frommer Wunsch von uns? Oh nein, denn Jupiter, der in den Steinbock wechselt, macht genau aus dieser Liebe eine alles bestimmende Kraft. Hier nun die Prophezeiung Nostradamus, die in der dritten Zenturie im Vers 2 zu lesen ist. Das göttliche Wort wird auf das Wesentliche gebracht. Versteht Himmel, Erde und Okkultes durch das Mystische. Körper, Seele, Geist verfügen über alle Macht. Man fühlt sich beinahe im Himmel. Mit dem Satz Körper, Seele und Geist verfügen über alle Macht gibt er uns eine wunderbare Prophezeiung. Aber es ist auch eine tiefe Wahrheit da drin. Denn nur im Miteinander von Körper, Seele und Geist können wir stark sein. Das eine oder das andere geht nicht. Denn wo der Körper schwach ist, hilft der Geist. Stößt der Geist an Grenzen, hilft die Seele. Ohne Körper können Geist und Seele nicht im Leben agieren. So blicken wir Weihnachten aufs Religiöse, denn das Fest der Liebe steht uns bevor. Die Schütze-Energie entfacht in unseren Herzen die Liebe. Doch so wie wir inzwischen Weihnachten feiern, was hat das noch mit gelebter Liebe zu tun? Wir sehen den Lichterglanz und all das Geklingel. Doch so, wie wir inzwischen Weihnachten feiern, was hat es überhaupt damit zu tun? Aber wo ist die Liebe in all diesem, so wie Weihnachten im Eigentlichen gedacht ist? Nostradamus hat das vorausgesehen, dass wir das im Wesentlichen verlieren werden. Ja, und wir haben es tatsächlich verloren. Doch er prophezeit uns, dass wir es wiederfinden und das göttliche Wort wieder auf das Wesentliche gebracht wird. Ein Wunder? Ja, ein Wunder. Ein Wunder steht uns bevor, aber nur, so meint Nostradamus, wenn wir Himmel und Erde und alles, was es dazwischen gibt, nämlich das Okkulte, als ein großes göttliches Geheimnis begreifen. Ein Geheimnis, das uns durch Liebe offenbart wird. Das heißt, am Ende des Jahres können wir die Weichen für eine bessere Zukunft stellen. Im Privaten, aber auch überall dort, wo wir Einfluss haben. In der Familie, unserem Freundeskreis, im Beruflichen und in der Gesellschaft. Das Zauberwort heißt Liebe. Liebe heißt im Alltag Versöhnung und Vorurteile abbauen, füreinander da sein und die Hand reichen, für den anderen Verständnis und Anteilnahme zeigen. Jupiter, am Ende des Monats in Konjunktur zur Sonne, wird uns dafür belohnen. Dann werden wir uns wie im Himmel fühlen. Doch nun lebt das Wesentliche und genießt die Liebe, damit ihr den Himmel fühlen könnt. Eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen Wintermonat Dezember, das wünsche ich euch von Herzen.
Und ab Januar 2020 hört ihr weiter die Prophezeiungen Nostradamus. In Liebe, eure Deria.